Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable Online. Ja, ich bin jetzt 3 Tage Star Rider, also kostenlos. Und ich würde sagen, da fangen wir jetzt richtig viel an, die Aufgaben zu erledigen, beziehungsweise ich. Das wären lange 3 Tage. Okay, ich würde sagen, wir starten mit der Quest bei Thomas Moorland. Ich habe fantastische Neuigkeiten für dich. Ich habe festgestellt, dass du ein Händchen für Creamery hast und ich habe mir die Freiheit genommen, mit dem Besitzer zu sprechen. Vor ein paar Jahren sind sie von Jorvik ans andere Ende der Welt gezogen. Sie werden wahrscheinlich für viele, viele Jahre nicht nach Jorvik zurückkommen. Okay. Ich habe ihnen erzählt, wie toll du mit Creamery zurechtgekommen bist. So, nochmal. Wie toll du mit Creamery zurechtkommst und obwohl sie Creamery lieber lieben, würden sie ihn dir für nur 300 Schillinge verkaufen. Das ist ein guter Preis und eine tolle Gelegenheit für dich. Was? Ich verstehe, dass du vielleicht momentan nicht so viel Geld hast, aber mach dir keine Sorgen. Es gibt viele Möglichkeiten, gutes Geld zu verdienen, solange du dich nicht davor fürchtest, dir die Hände dreckig zu machen. Komm zurück, wenn du das Geld hast, und ich freue mich, dir die richtigen Dokumente überreichen zu können. Ach, 300 Jorvik-Schillige, ich dachte gerade. Dinger, für 300 Jorvik-Schillige ist das geliehene Pferd deins. Dies ist ein fantastisches Angebot und du wirst ebenfalls deine Urkunde erhalten. Ja, komm, warum denn nicht? Das ist hervorragend. Die führenden Besitzer werden überglücklich sein, Creamery in deinen umsorgenden Händen zu sehen. Ich bin stolz auf dich, Lara. Harte Arbeit und Entscheidungen. Heute lesen wieder ganz toll. Okay. Entschiedenheit zahlen sich immer gut aus. Wir sehen uns bald. Joho, danke schön. Okay, du bist nun in Besitz dieses Pferdes. Sehr schön. Und dann haben wir jetzt hier auch eine wundervolle Besitzurkunde. Gehen wir mal hier unten hin. So, ich würde sagen, dann machen wir jetzt hier drüben bei Jana weiter. Ein neues Pferd für Maya. Hallo Lara, hast du gehört, dass wir ein neues Pferd hier in den Moorland stellen bekommen haben? Also das Pferd gehört eigentlich Mayas Cousine, aber Maya hat versprochen, sich einige Tage darum zu kümmern. Nein? Du, ich habe keine Ahnung, wie Mayas Cousine heißt. Ach so, wie das Pferd heißt. Oh je, ich habe keine Ahnung, wie das Pferd heißt. Lysa? Nein. Lütan? Nee. Lümmel? Nein, es fällt mir nicht ein. Aber ich weiß, dass ein liebes Pferd sein sollen. Du und Creamery solltet ihm einen Besuch abstatten, bevor es wieder heimfährt. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie lange es hier bleibt, aber sprich mit Maya, sie weiß mehr darüber. Na dann, sprechen wir doch mal direkt mit der guten Maya. Oh Gott. Das war hier gerade total ungeplant. Ich muss dann noch mal gucken, ist das denn wirklich... Ich nehme jetzt wirklich sehr viel im Voraus auf. Ein neues Pferd für Maya. Oh nein, 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 nein. Was willst du? Ich habe keine Zeit zum Reden. Immer diese Hektik. Gut. Entschuldige, Lara. Ich wollte nicht unfreundlich sein, aber hier herrscht das Chaos. Das reinste Chaos. Neues Pferd? Ja, das stimmt. Naja, neu. Ich passe ein paar Tage auf Lynx, glaube ich. Auf das Pferd meiner Cousine. Also ich würde gerne etwas länger mit dir plaudern, aber ich habe ein kleines, besser gesagt ein riesiges Problem. Die 3 Pferde, die normalerweise in den Ställen sind, sind davongelaufen. Ach, ehrlich, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Ich bin gerade mit Lynx in den Stall gegangen. Ich weiß nicht, ob er vor etwas Angst hatte oder ob er streitlustig war. Es ist ihm auf jeden Fall gelungen, die anderen Pferde zu erschrecken. Und in den ganzen Tumult hat eines der Pferde einen Glasschüssel auf dem Boden stand zertreten. Jetzt sind also nicht nur 3 Pferde verschwunden, sondern wir haben auch noch Glassplitter auf den Stallboden. Fantastisch, nicht wahr? Nein. Zum Glück hat mir Josh geholfen. Er hat Lynx zu sich genommen, damit ich hier in Ruhe sauber machen kann und die anderen Pferde einfangen kann. Warum eine Glasschüssel auf dem Boden? Ja, das war mein Fehler. Ich habe die Schüssel für Jenna mitgenommen. Sie hat sie bei mir gesehen und nachdem ich 2 gleiche hatte, dachte ich, sie kann einen davon haben. Als Lynx kam, brachte ich schnell die Hände frei und habe sie auf den Boden gestellt. Dann habe ich sie ganz vergessen. Dort irgendwie, ja, keine Ahnung.
Ach, warum muss ich nur so blöd sein? Ich muss in Zukunft mehr aufpassen, aber jetzt ist schon zu spät. Nun muss ich die ganzen Glassplitter wegräumen, bevor sich noch jemand verletzt. Du willst mir helfen? Ja, muss ich ja. Vielen Dank, wie nett. Nimm den Besen, der an der Stallwand steht, hinter mir steht und kümmere dich um die Glassplitter. Dann räume ich den Rest des Stalls auf. Pass nur auf, dass du Creamberry... Ja, ich verletze mich schon nicht. So, ich werde dann auf jeden Fall noch versuchen, das Springen zu lernen. Kann ich zwar dann sowieso nach 3 Tage, aber... Ist ja schon mal besser als gar nichts. Ich werde mir dann auf jeden Fall auch das, wir kaufen, so viel steht schon mal fest, weil es mir doch ziemlich viel Spaß macht. Ich muss doch noch ein bisschen das Lesen trainieren, dann geht das schon. So, wir kennen jetzt hier mal den ganzen Boden schön auf. Das geht ja zum Glück richtig schnell. Ach ja, das ist so wunderschön. Ach, es ist so toll. Also, das war gerade wirklich sehr überstürzt mit Star Stable. Ich habe es jetzt 15.52 Uhr und es ist ein Freitag. Das heißt, ich habe heute Samstag und Sonntag Zeit, um alles... Achso, ich bin schon fertig, um alles fertig aufzunehmen. Also, was heißt fertig, aber so viel wie möglich aufzunehmen. Ich denke, ich werde da so locker 20, 30 Folgen im Voraus hinbekommen. Das heißt, ich habe jetzt mal ordentlich Material zum Hochladen. Okay, pass auf Hände und Füße. Hufe auf. Ist das Glas im Stein und weggeräumt? Vielen Dank. Ja, immer wieder gerne. Darf ich jetzt noch die Pferde suchen? Ja. Wie schön, dass wir alle Glasscherben zusammengekehrt haben. Stell dir vor, du bekommst eine davon in den Fuß. Au, oh, das tut bei mir schon beim Hinhören weh. Nun müssen wir nur noch die Pferde nach Hause holen. Sie können ja noch nicht weit sein. Ach, warum bin ich auch noch so ungeschickt? Seufz. Achso. Könntest du losreiten und nachsehen, ob du die Pferde findest? Das würde viel schneller gehen. Danke, ehrlich. Ich bin dir was schuldig. Nimm diese Zuckerstücke, mit denen locke ich da mal hin. Ja, du bist mir wirklich was schuldig. So, komm, dann suchen wir mal die 3 entlaufenen Pferde. Ich hoffe, die sind nicht ganz so weit weg. Okay, dann schau. Ach, da ist ja schon Pferdchen Nummer 1. Hier ist ein Zuckerstück. Das geht Richtung nach Hause. Dann reiten wir mal hier lang. Achso, egal. Ach, ich muss erstmal die anderen Pferde so ein bisschen hinlocken. Ist hier noch irgendwo eins, der hier leuchtet? Ach so, orange. Aber hier ist keins. Okay, gut, dann bringe ich erstmal Pferdchen Nummer 1 nach Hause und dann kümmere ich mich, denke ich, um die anderen. So, ach ja, Creamberry hat jetzt schon Level 8 erreicht. Und ich habe meinen Ruf schon ziemlich verbessert. Also bei den Morlan-Stämmen bin ich ja wirklich ganz knapp vor der maximalen Stufe. Also ich bin fast wunder, dass dann auch wirklich das Maximale. Und bei Frau Pinter bin ich jetzt schon gemocht. Das ist auch schon ziemlich weit, finde ich. Also ich habe jetzt in Frau Pinter noch nicht so viel gemacht. Okay, Pferd Nummer 1 ist zu Hause. Das heißt, es fehlen nur noch Pferd 2 und 3. Ja, das wird doch schon klappen, denke ich mal. Dann muss ich sie nur suchen gehen. Und da ist ein Baum. Bitte reiten nicht gegen ihn. Was mache ich denn wieder? Aber irgendwie sehe ich ja gerade... Ich reite einfach mal wirklich zu den Orangen hin. Ach, da ist ja schon Pferd Nummer 2. Sehr schön. Dann bringen wir dich jetzt als nächstes nach Hause. Und dann muss Pferd Nummer 3 wirklich irgendwo in der Richtung sein. Ja, es läuft ziemlich bequem. Es ist so sogar schneller als hier, aber andersrum sind wir wieder schneller. Das ist auch wunderschön. Traben wir mal ein bisschen schneller an. Ja, ich bin doch in der Nähe vom Pferd. Tut ja so, als wäre ich ewig weit weg. Ich müsste mal gucken, weil das Orange ist dann so dort hinten. Dann muss ich da mal hingehen. Aber erstmal bringe ich das Pferd hier rein. Na, mal gucken. Also ich habe hier, denke ich, einige Quests zu tun. Gerade weil man ja dann immer weiter levelt, bekommt dann noch mehr Quests. Aber ich denke, das sollte in den Tagen ordentlich Arbeit auf mich zukommen. Ah, ich freue mich drauf. So, dann gucken wir doch nochmal. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich jetzt die Folgen mache. Ich habe jetzt wieder keine Stoppuhr, wie immer. Aber ich denke mal so 10, 15 Minuten, also zwischen 10 und 20. Ja doch, 10 und 20, 15, 20 Minuten. Irgendwie sowas im Dreh mal gucken. Oh, ernsthaft? Das Fett ist da drinne. Ja gut, wenigstens habe ich es gesehen. Ich komme ja nicht durch, oder? Nein, ich komme nicht. Na gut, dann reiten wir doch. Ah, cool, ich gehe in den Zaun. Wenn ich jetzt springen könnte, wäre ich deutlich schneller. Ich möchte es nur anmerken.
Ja gut, ich denke, springen, reiten, probieren werde ich dann tun, sobald ich kann. Hoffentlich. So, Josh hat dann... oder heißt du Josh? Ja, Josh hat dann auch noch einen Auftrag für uns. Es haben auch ziemlich viele einen Auftrag für uns hier, auch wenn man hier mal auf die Karte guckt. Alle wollen irgendwas von mir. So, kleines Pferdchen, dann komm mal her. Hier hast du dein Zuckerstück. Und dann ab zurück mit dir in den Stall. Warte, ich muss die Kurve kriegen. Ich bin ja schon da. Okay, komm. Also wir haben uns auf jeden Fall gemacht mit Greenberry. Wir sind, wie gesagt, schon Level 8. Ich habe jetzt jeden Tag fleißig gelevelt und die Rennen gemacht. Und ich habe auch, wie gesagt, mit den Stallaufgaben gemacht. Und dann fällt sich der Ruf doch ziemlich schnell auf. Ich bin jetzt ehrlich gesagt schon überrascht, dass er so weit ist. Es fehlen noch 20 bis zum... Ich glaube doch, das müsste dann das Höchste sein, was man erreichen kann. Bewundert war das, glaube ich. Also als nächstes können wir dann uns um die unglückliche Kuh meinetwegen kümmern, wenn ich dann hier noch nicht mehr machen muss. Aber ich glaube, es war noch irgendwie mehr mit dem Pferd. Ich bin mir aber nicht sicher. So, und dann ab mit dir hier rein. Sehr schön. Dann gehe ich da mal wieder zu der guten Maya und sage ihr, dass jetzt alle Pferde wieder zu Hause sind. Keuch, sehr gut. Alle Pferde sind wieder zurück. Wieso Keuch? Du hast doch überhaupt nichts gemacht. Vielen Dank für deine Hilfe. Du hast mir das Leben gerettet. Ja, mache ich immer wieder gerne. Hoffentlich kein Glas in der Hupe. Wie gut, dass du alle Pferde gefunden hast. Seufz. Achso. Ja, genau. Wir sollten die Hufe aller Pferde untersuchen, um zu kontrollieren, dass sie sich keine Glassplitter eingetreten haben. Ansonsten kann das sehr schmerzhaft für die Pferde und sein Huf für die Huf sein. Und der Huf kann sich immer infizieren. Okay, ich bin sehr nervös. Ich kann gar nicht hinsehen. Du scheinst gute Augen zu haben, Lara. Kannst du da... Ja, mache ich. Danke, ja. Ja, ich leih mir deinen Huf kratzen und deine Bürste. Ich lese jetzt hier gerade nicht alles. Ich bin gerade wirklich ein bisschen zu faul. Ach so, und Bürsten. Ach so, nee, gut. Bürsten nicht, oder? Muss ich die auch noch bürsten? Gut, dann fangen wir mal die an. Und sind die Hüfchen sauber? Kein Klarsplitter. Sieht gut aus. Sehr schön. Dann machen wir mit dir weiter. Das letzte Pferd ist, glaube ich, sowieso, dass das ein Klarsplitter hat. Oder hatten alle keinen Klarsplitter? Hat etwas Glas im Huf. Okay, du hast etwas Glas im Huf gefunden. Und du? Okay, kein Glassplitter. Sieht gut aus. Sehr schön. Dann können wir jetzt wieder mit ihr reden. Ja. Nein, ehrlich, ist das wahr? Eines der Pferde hat einen Splitter im Huf. Das arme Tier. Boah. Frau Hunks. Huf. Ach ja, ich bin richtig sauer auf mich selbst. Ich hätte die Schlüssel gleich Jenna geben, geben sollen. Oder sie zumindest nicht auf den Boden stellen. Ja, ja, was soll man machen? Wir müssen den armen Kerl ja irgendwie helfen. Ich hab's. Frau Hölfert hat eine Salbe, die fast magisch ist. Ich habe die Salbe früher schon verwendet. Einfach auf die betroffene Stelle auftragen und wie nun ist der Schmerz weg und man ist wieder gesund. Bei den Pferden habe ich allerdings das noch nie ausprobiert, aber könntest du Frau Holstoff reiten und sie... Ja, mache ich. Dann mache ich das doch. Dann setzen wir uns schnell auf das Pferdchen und reiten ganz schnell zu ihr. Aber ich würde fast sagen, das machen wir dann erst beim nächsten Mal. Ich reite es trotzdem noch schnell hin. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin würde ich sagen, ciao, ciao.